Hallo und herzlich willkommen hier zu The Outlast, dem Part 12 hier von Survival Horror Game mit eurem Danny hier. Ja, im letzten Part sind wir leider hier geendet auf diesem Schlachthof. Ja, unser Freund hat uns die Gliedmaßen ein wenig zurechtgeschnitten wie eine Pusteblume oder eine Blümchen. So, wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Gehen wir in den nächsten Raum hier. Und hoffen, dass unser Freund hier nicht gleich wieder um die Ecke geschossen kommt. Nein! I'm not a patient. I'm addicted, just like him. Ich bin kein Patient, ich bin ein Angestellter. Aber er wurde behandelt. Es ist zu lebendig, erfüllt von Medikens Albträumen. Freunde, wollen wir gar nicht hier lange stehen bleiben. Versuchen wir hier einen Weg raus. Oh Gott! Oh mein Gott! I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special. Oh my God. Wo kommen wir hier raus? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier über den Aufzug. Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Ja, sehr, sehr schön. Wunderbar. Gefällt mir. Ja, versuchen wir hier irgendwie noch anders rauszukommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Freunde. Kommen wir vielleicht hier raus? Nein. Oh Gott, sieht da blöd aus. So. Suchen wir uns die Schlüsselkarte hier. Ja, wie man sieht, hat er uns die Finger abgeschnitten. Der kleine Idiot. So. Finden wir einen Weg hier raus? Ja, ich glaube, er hat es geschafft. So, wo ist jetzt hier die Schlüsselkarte? Das ist jetzt hier die Frage bei Outlast. Ja, den Part 11. Und es wird nicht besser. Es wird grauenvoller für uns, für die anderen und für euch. So. Hier war nichts mehr zu finden, also gehen wir jetzt in den nächsten Raum. Ja. Da ging es ja nicht weiter. Er schreit wie ein Wahnsinniger. Ja, eine Batterie. Batterien sind immer gut, wisst ihr ja. Vielleicht können wir ja hier durch. Nein. Ja, das scheint der richtige Weg zu sein hier. Wieder vollkommen überblüht, überströmt hier. Wie sich das gehört. Sind wir in den Nachbarraum gekommen? Nein! Nein! Ja, verstecken wir uns hier hinten. Und hoffen, dass er uns hier nicht sieht. Spielen wir mit seiner Angst! Mit seinen. Nein, 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 nein! Nein! Ja, wir haben es überlebt. Bis jetzt. Und werden wir noch schnell die Batterie wechseln. Werden wir ein wenig leiser. Und hoffen,
dass wir hier unbeschadet rauskommen. Ja, hier vorne läuft er wieder. Er kommt zu uns. Wir müssen uns wieder verstecken. Es nützt nichts. Ich habe keine Lust, unter seine Säge zu kommen. Gott sei Dank ist er nicht hier hintergekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein Psychopath? Hat er hier eine... Ist das der Doktor? Ja, überall liegen hier Leichen rum, wie wir es schon gewohnt sind. Oh mein Gott. Den sein Bein sieht nicht gut aus. Nein! 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 Verstecken wir uns hier drunter. Machen wir uns klein. Hier, bei The Outlast. Mit den Serienkiller. Und mit mir. Ist das eklig. Ja, wir sind hier in einem Bad angekommen. Laufen jetzt wieder ganz schnell hier lang. Und schauen mal jetzt an die Türe hier, wo er ist. Die Türe hier ist zu... Nein! Nein! Nein, nein, nein! Ah, scheiße, ich komme hier nicht vorbei! Fliehen wir! Nein! Ja, ich wäre langsamer, ich wäre müde. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, wir müssten mehr. Nein, nein, nein. Was wegschieben. Aber das gelingt uns ja nicht, wenn ihr uns verfolgt. Also müssen wir jetzt sehen, dass wir hier die Biege machen. Uns verstecken. Ja, verschwinden wir wieder hier. Dieser Mensch ist mir nicht geheuer. Wenn ich hier diese Apparate angucke, dann wird mir schlecht. Ja, verstecken wir uns wieder ganz gemäßig und lassen die Zeit verstreichen. Und kontrollieren seinen Schritt hier, wo er lang geht, seine Route. Freunde, es wird immer spannender hier bei The Outlast. Oh mein Gott. Nein! Ach, das ist ja blöd. Ich sehe ihn nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Hilfe! Ja, wir können hier nur einen Kreis laufen. Ich komme hier vorne nicht durch. Haben wir ihn abgehängt?
Ich sehe ihn. Schieben wir dieses komische Teil hier weg. Verschwinden hier aus der... Nein! Ja, verstecken wir uns hier auf der Damentoilette. Nein! 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 Ach, Mäuse melken. Es ist nicht normal. Hier, bei The Outlast. Oh, buddy. What are you trying to do? I'll give you a chance, you know? You know. Corporate mansions and golden parachutes. Oh my god. Where are the survivors? Where are the sharks? Ja, geh du mal deinen Weg. Ich such mal meinen eigenen. Nein! Ja, wo ist nur dieser Mensch? Oder Mensch ist ja groß gesagt, dieser Psychopath hier! Versteckt er sich hinter irgendein Gerät, einem Bett? Ja, da ist er. Schaut unter das erste Bett. Oh oh. Yeah. I should have got his feet first. Now it's your move. Ich hätte ihm die Füße abschneiden sollen. Ja, deswegen verzische ich mich jetzt. Das ist nicht mein Fall hier, Freunde. Ei. Mann. Ja, Freunde, wenn ihr eine Lösung habt, wie man diesen Menschen hier unschädlich machen könnt, dann könnt ihr mir das hier unten in die Likes schreiben. Und ja, damit verabschiede ich mich aus diesem Part hier mit unserem Freund und Kupferstecher. Ja, lasst uns schlachten. Ja, und dann begrüße ich euch in den nächsten Part wieder, wenn es heißt Willkommen in den Irrenhaus hier bei The Outlast. Dankeschön, euer Danny. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Bis später.